muss jetzt auch mal probieren, wie der frische Sommerhonig hier schmeckt. Das ist schon lustig. Ich habe hier irgendwie endlos Bienenvölker, hole dann den Honig aus den Völkern und fütter ihn den anderen Völkern. Der Schwarm war von Anfang an mega schwach. Die kriegen jetzt, Alter, die kriegen jetzt hier so ein dickes Stück Wabe, was ich aus einem starken Volk rausgeholt habe, weil die einfach genug haben. Hier sieht es auf jeden Fall ganz gut aus, aber hier ist halt gar nichts. Ich hoffe, dass sie noch leben. Eieiei. Na, es ist drohnenbrütig. Es ist leider drohnenbrütig. Ah, schade. Woran erkennt man jetzt ein drohnenbrütiges Volk? Drohnenbrütig bedeutet, dass die Königin gestorben ist und dass die Arbeiterinnen selber angefangen haben, Eier zu legen. Da die aber nicht befruchtet sind, können die nur unbefruchtete Eier legen und dadurch entstehen nur Drohnen. Und so kann ein Bienenvolk halt leider nicht überleben. Das kann ich jetzt leider nur auflösen, das Volk. Seht ihr diese dicken Zellen, die da so rauskommen? Da sind halt Drohnen drin. Und das sind die Drohnen, die männlichen Bienen. Und da die halt nichts machen, außer chillen und sich den Honig gönnen, wird das Volk langsam immer schwächer, bis es stirbt. Und das muss ich jetzt sozusagen auflösen. Das schüttel ich dann jetzt hier 200-300 Meter weit weg, einfach in die Wiese, die Bienen.